Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadfall Adventures. Und die Dinger sind mir noch gar nicht aufgefallen. Doch, die sind mir auf. Sind mir die aufgefallen? Ja, ich glaube schon. Das war ja das, wo wir letztes Mal so gehangen haben. Wir wussten ja nicht, wie es hier weitergeht. Und um ehrlich zu sein, weiß ich das immer noch nicht. Können wir hier irgendwas drücken? Hier können wir nichts drücken. Können wir denn was drücken? Hier was zu drücken wäre, glaube ich, blöd. Hier könnten wir was drücken, aber ich habe das Gefühl, dann sterben wir. Können wir das vielleicht nur anschießen? Nee. Wir müssen also schon richtig drücken. Boah, okay. So viel dazu. Da drücken ist also eine blöde Idee. Und Zeit, was für ich. mein Geld zu tun? Ja, oh, jetzt müssen wir das jetzt wirklich echt wieder alles spielen. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe momentan noch die Controller-Steuerung. Ich weiß aber gar nicht, wieso. Ich habe gar keinen Controller angeschlossen. Wer weiß. Alles sehr merkwürdig. Machen wir ein bisschen Licht an hier. Ich hoffe, das stört euch nicht. Gut, von hier macht das wenig Sinn. Ich brauche die Somi. Denn mit der Somi können wir doch um einiges besser umgehen. So, und auch hier mit unserem Revolver sind wir ganz gewitzt. Oh. War ja wieder eine super Wurftechnik, die ich dann den Tag gelegt habe. Ist hier noch einer hinter mir? Ne, gut, es kommt alles von vorn. So gut ist das natürlich auch nicht, aber besser als wenn hinter uns einer wäre. Okay, der hat eine Karabiner dabei, das hat man gehört. Holen wir uns mal. So, dich kriege ich auch. Und der dort ankommt, holen wir uns auch noch schnell. So, noch 3 Schuss. Natürlich nicht viel. Nein! Oh. So, hier haben wir zum Glück genug Licht. Ich möchte hier die Autoschrotflinte. Oder auch nicht. Vielleicht kriege ich es ja auch so hin. Da braucht man so lange, um alle nachzuladen. Oh, da spackt das Bild gerade ein bisschen. So. Ah. Also weiß ich auch, warum das Bild so rumgespackt hat, weil ich immer wieder hier auf die rechte Taste gekommen bin. Weil ich das von Call of Duty noch so gerade im Kopf hatte. Sehr schön, Sicherheit gefällt mir. Wegen Akimbo und so. Die Form. Sie erinnern mich an die Lichter in den Tempeln. Ja, mich auch. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass das diese Lichter sind, aber ich weiß nicht, was ich drücken muss. Welchen Knopf muss ich. Oh. Na, was ist das denn? Cool. Ist ja noch nie rausgefunden, aber. Noch mehr Knöpfe. Ich hasse Knöpfe. Ist das der richtige Knopf? Klingt ganz so. Hier setzt sich was in Bewegung. Okay, dadurch drehen wir das Ganze. Kommt der jetzt hier hochgefahren? Ja, der kommt hier hoch! Tja, 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 tja! Yay! Ich bin der King! Zum Benutzen? Da drücken? Nicht? Ich hab doch aber gedrückt. Muss ich hier noch was drücken, oder? Ah! Da muss ich noch drücken.
jetzt geht's endlich aufwärts und wir kommen auch mal zu was Neuem. Anstatt die ganze Zeit nur an einer Stelle festzuhängen. Oh, ich habe das Gefühl, es wird langsam. Wir nähern uns dem Finale. Mit kleinen Schritten, aber doch bedächtig. Schau mal, gibt's hier irgendwas Cooles? Oder gibt's hier vielleicht ein Schätzele? Schätzelein. Quatermain, das ist überwältigend. Vielleicht gehen wir ja in die Geschichte ein. Oder verfrüht ins Grab. Wenn das wirklich Chibalba ist, werden die Wächter nicht leicht zu besiegen sein. Den Legenden zufolge wurde dem letzten Ajor, dem König der Stadt um Chibalba, von Hunkame und Wukubkame befohlen, den Zugang zu bewachen und... Die schon wieder? Warte mal. Die Herrscher dieser Stadt? Dann müssen sie die Brüder sein, die das Herz von Atlantis erschaffen haben. Willst du das Ende der Geschichte hören oder nicht? Sorry. Erzähl weiter. Der König hinterging die Götter und versuchte, das Herz zu stehlen. Als er Chibalba betrat, nahm Wukubkame ihm das Leben, indem er seine Organe verspeiste, eins nach dem anderen, und dann von seinem Körper Besitz ergriff. Und dann rennt sie weg. Es ist einfach unheimlich schön hier. Und auch der Mond. Man möchte am liebsten für immer hier bleiben. Aber das ist gerade ein bisschen schwer, weil wir müssen ja weiter. So, hier soll irgendwo ein Schatz sein. Wahrscheinlich hier oben. Gehen erstmal hier weiter. Wow. Okay, da sind wieder so Krabbelfiecher. Die wollte ich eigentlich nicht. Pass auf. Okay, und was jetzt? Schieß mal wild um uns. Und dann nehmen wir mal den Schatz an uns. Ah, und dann geht's auf. Alles klar. Zum Glück sind die nicht am Leben. Berühmte Letzte. So. Und hier räumen wir auch mal ein bisschen auf. Die normalen sind zum Glück immer kein Problem. Die sind mit zwei Schüssen hier relativ schnell down. Uff. Okay, so kommen wir hier nicht durch. Haben wir noch... Ja, ich weiß, es war eine blöde Idee. Aber ich weiß gar nicht, wie wir hier sonst anders reinkommen. Okay. Ihr habt es gesehen, oder? Da war nichts vor mir. Ich bin gerade durch Luft gestorben. Passiert mir auch manchmal so. Ich laufe durch die Stadt und auf einmal... Yay. Oh ja. Vielleicht gehen wir ja in die Geschichte ein. Oder verfrüht ins Grab. Das könnte alles sein. Wenn das wirklich Chibalba ist, werden die Wächter nicht leicht zu besiegen sein. Den das Legenden stimmt. Zufolge wurde dem letzten Ajor, dem König der Stadt um Chibalba, von Hunkame befohlen, den Zugang zu... Schon wieder? Warte. Die Herrscher dieser Stadt, dann müssen sie die Brüder sein, die das Herz von Atlantis erschaffen haben. Willst du das Ende der Geschichte hören oder nicht? Sorry, erzähl weiter. Der König hinterging die Götter und versuchte, das Herz zu stehlen. Als er Chibalba betrat, nahm Wukubkame ihm das Leben, indem er seine Organe verspeiste, eins nach dem anderen, und dann von seinem Körper Besitz ergriff. Zum Glück sind die nicht am Leben. Berühmte letzte Worte. Das stimmt. So. Damit wir hier die Gegner triggern können. Oh.
Na, vor uns waren es aber nur zwei. Jetzt brauchen wir ja wieder 10 Schüsse hier. Wahrscheinlich treffe ich einfach noch nicht. So, wir sind wieder genau da, wo wir auch vorher waren. Ah. Immer wieder cool, solche kleinen Lichträtsel. So, und das hier sieht aber gar nicht so cool aus. Ich bin mir sicher, dass das der richtige Weg ist. Wir müssen an dem Tor vorbei. Kann ich einfach runter? Ja. Und hier hinten wieder hoch. Wow. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Was seid ihr denn? Für Verrückten. Hier, ich beleuchte dich. Nein! Nein! Brav sein! Der Dschungel jagt uns. Der Mönch hat nicht übertrieben. Die gehen ja hier richtig heftig ab. Oh. Yay. Was eine Pistole. So. Schauen wir mal kurz um hier. Gut, hier gibt es keinen Schatz weiter. Müssen wir hier runter? Ich denke schon, oder? Okay, und was jetzt? Jetzt komme ich erstmal nicht mehr raus. Nein, ernsthaft? Ätzend. Rutschen wir vielleicht von alleine hier raus? Ja. Oh. Puh. Oh. Okay. Da kommen wieder sehr unliebsame Gesellen. So, und jetzt können wir den auch niederbrezeln. Mal das Schild. Und zu guter Letzt ihn. So. Munitionsverschwendung noch und nöcher. Oh Gott. Und die tun eben weh. Weil die sind heftig. So, wir müssen den Kopf anscheinend hier drauf. Ja. Gut, das war ja leichter als gedacht. Hier kommen mal wieder welche. Ah, hier ist der Schatz. Ich dachte mir schon, irgendwo hier muss ja ein Schatz sein. Wäre sonst ein bisschen seltsam gewesen. Hier können wir hoch, wie es scheint. Aber wir machen erstmal ein kurzes Päuschen. Und dann erkunden wir hier Chibalbas Tempel weiter. Und ich habe so das Gefühl, wir sind bald am Ende. Am Ende von Deadfall Adventures. Bis dahin, Leute. Und ciao.